Ich eile, ich eile, ich eile. Widersacher beseitigt. Spike in B. Ein Gegner übrig. Mega, wie ich die drei weggebimmelt habe, Alter. Nein, das ist eine Sniper. Nein! Okay. Mir ist langweilig. Hallo Bank, wie geht's dir? Geht's dir gut, mein Freund? Ich hab dich ja so lieb. Wir werden jetzt beste Freunde, Bruder. Wir werden jetzt beste Freunde. Mein Name ist Kata, Kata Knight. Hey, warum bist denn du jetzt so? Warum schiebst du mich weg? Hallo? Ich dachte, wir sind Freunde, Bruder. Wir beide werden die besten Kumpels werden. Ich werde alles für dich tun. Ich werde dich niemals verlassen. Niemals. Werden wir immer an deiner Seite bleiben. Wir gehen durch dick und dünn. Hey, schieb mich nicht weg. Hallo. Du sollst mich nicht wegschieben, du Sau. Bitte. Ich bin so einsam hier drin. Bitte schieb mich nicht runter. Nein, ich will nicht unter die Bank. Bitte sei mein Freund. Ich leg mich einfach auf dich drauf. Hast du dich jetzt gewonnen? Beschwer dich nicht, dass ich so fett geworden bin. Ich mach doch schon Sport jeden Tag. Jetzt fährt er runter. So, jetzt aber. Meister, jetzt ist vorbei. Du hörst mir! Was? Was ist da los? Ich prall jetzt nur noch ab in der Wanne! Fertig! Oh wow. Hey, was war das? Ist er runtergefallen oder was? Ja, der ist einfach nach rechts abgebogen. Ich hoffe, es nur knallen hören. Der ist einfach nach rechts abgebogen, Alter. Ja, ich nehme dann mal die Ausfahrt hier. Tschüss! Katastrophe, Junge. Einfach unglaublich, ey. Wuser. Hatte Junge. Fahr mal lieber noch einen Meter zurück, sonst sehen sie dich. Ja, ich verstehe es nicht. Es ist nichts da! Doch, gegenüber stehen Jäger auf dem Berg. Und du hast einen Tarnwert, der schlechter ist als vom Type 4, also beruhig dich. Ah ja. Jung, so. Jung, was mache ich noch mit dir? Was soll ich dir sagen, mein Freund? Ich hab dich sehr lieb. Was, wer lacht hier? Hallo? Ja, hallo? Jo, was machst du denn hier? Ich hab gehört, du bist hier. Hab mir mal einen Besuch organisiert. Wie hast du denn das gemacht? Ja, Melfi da angerufen, gesagt, lass mich mal rein hier. Hat er dir den Schlüssel da gelassen? So ungefähr. Nur kurz aufgeschlossen. Nee, echt für die Zelle? Dann will ich dich rauslassen, hab ich leider nicht, ne. Achso, schade. Ich hab schon neun besten Kumpel, die Bank. Wieso das denn? Ja, ich bin hier seit einer fast dreiviertel Stunde alleine. Nein, du brauchst nicht eifersüchtig sein. Das ist nur ein guter Kumpel von mir. Der holt mich jetzt hier gleich raus. Du brauchst nicht weinen. Alles gut. Ja, ich werde dich hier auch vermisst. Aber hey, wenn alles gut läuft, bin ich noch eine Stunde da. Wie gesagt, ich habe dir versprochen, wir werden uns jetzt garantiert öfter sehen. Ist so. Wirklich, wir beide werden uns jetzt häufiger sehen. Na, na, na. Alles wird gut, mein Freund. Diese Eifersuchtstour zieht nicht bei mir, jetzt hör auf!
Guck mich nicht so traurig an, Mann, ich bin doch noch da. Ja, da ist ein Kamerad mit roten Bremslichtern und Stern an der Seite. Bremslichter sind meistens rot. Sind aber zwei, drei von uns. Vier von uns sogar. Ich kann das nächste Mal ja gerne grüne Bremslichter machen. Gerne doch. Irgendwann ist er dann mal ein bisschen wärmer geworden und dann wurde er auch immer frecher. Nicht wahr, Mike? Ja. Aha. Du, jetzt hat er eine Alte im Leben, jetzt ist er wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber Kater, du weißt doch, stille Wasser sind tief. Mhm. Davon kannst du ein Lied singen, war unser kleiner Freischwimmer-Profi. Scheiße, ich hab wohl nicht gesagt. Gott hat aus mir gesprochen und gesagt, es muss regnen, Junge. Es muss regnen. Gott ist einfach nur am Weinen, was hier heute Abend passiert ist. Wenn hier zwei Leute von uns gehen, die einfach für uns wertvoll sind, dann fängt er an zu weinen, Bruder. Gott hat gesagt, Kater. Kater, Pidi Sirene. Egal, wer mit Kater da unten ist, was hat es gegeben? Kater, du musst die Erleuchtung hören. Du musst sie fühlen. Hör mir jetzt genau zu, hat er gesprochen. Und ich glaube, wir standen zu lange an der Autobahn, vielleicht hat er Schein nicht gut. Er hat gesagt, hör mir genau zu, Kater. Ich erlöse dich von dem Bösen. Denn dein... Engel, hast du wieder deine, hier... Stachelfisch-Sandwiches gemacht? Ich glaube, das Problem ist, Kater hat keinen Joint mehr. Er sprach zu mir und hat gesagt, Kater, du musst die Hund verlassen. Also ich habe ihm etwas Butter Marmelade gegeben, aber irgendwas habe ich da noch mit reingemacht, das lag im Kühlschrank an der Hund. Kennt jemand die gute Klappe mit integriertem Krematorium? Gott sprach zu mir, es gibt ein Dorf in den Bergen, dort sollen wir uns niederlassen. Oh nein, oh nein. Und der Herr Gott sprach uns, dass wir dann Reichtum erlangen werden. Oh, happy day! Oh, happy day! Kater macht hier eine Kirche auf. Weiß jemand, wann der nächste Flieger von der Insel runtergeht? Für dich gar nicht, Bruder. Ja, Leute, ich werde auf den Herrgott warten. Ich werde mal zu diesem Dorf in den Bergen fahren. Tschüss. Bruder! Bruder! Was ist das denn? Volle Pulle, Frosty! Nur für dich, Bruder! Hier, komm! Siehst du die halbe Map nicht mehr? Alles weg! Hier, guck mal! Woo! So ein Ding ist das! Volle Pulle, Frosty! Wo bin ich denn? Lol, Alter! So meistens unterhalb des Bauchnabels! So ein Stück tiefer! Ach, das schöne Dreieck! Kannst du mal bitte deine Hose ausziehen? Ich muss da mal auf Nummer sicher gehen. Was denn für ein Dreieck, Boy? So, erzähl weiter. Was ist um 0.30 Uhr? Ich möchte euch da alle gerne im Galaxy haben, weil ich denn der Frau Beck einen Heiratsantrag machen möchte. Okay, es reicht auch noch nicht. Oh mein Gott. Ich war doch nur im Knast, Bruder. Was ist denn alles passiert? Ich werde mich jetzt zurückziehen, weil... Ich hab noch was für dich. Ach ja, scheiße. Ist ja nicht so, dass ich da... Warte. Was denn? Ach so, du meinst... Ach so, Entschuldigung. Falsch verstanden. Okay. Und Jesse, wäre schön, wenn du den Wagen verschwinden lässt. Aber erst, wenn er da ist. Also erst, wenn er da ist dann, ne? Also wenn... Ein paar Sekunden später. Ihr wisst schon, dass sie den Funk nicht hört, ne? Junge, was ist denn los? Ich glaube, ich habe zu viel Stress. Aber was ist denn hier los? Ich hab zu viel Stress, Digga. Hä?
Was war denn in deiner Zigarette drin, Bruder? Ich weiß es nicht. Die machen mich gerade hier instant fertig, die Dinger. Ich kann nicht mehr laufen, Bruder. Hey Mister, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Das war was? Ich kann doch nicht schlafen, oder? Was sagt denn deine Uhr? Meine Uhr sagt 92. Was? 92? Stress 92. Dann haben wir hier nochmal Doris Daydream, die bizarren Bondage-Abenteuer einer sittsamen Sekretärin. Dann haben wir noch die Hardcore-Abenteuer von Carla Band 1. Dann haben wir noch Geschichten aus der Erotikwelt, Band 1. Fifis Bordellabenteuer. Ist das ein Film oder ein Heft? Aber Sie haben doch Sie haben doch gesagt, Sie sind ein T-Rex, ne? Ja. Ja, da habe ich hier noch so einen heftigen Clitoris Rex, die Rückkehr der Urzeitmösen. Aber eigentlich jetzt noch die andere Seite. Ich danke Ihnen, Meister, ich habe ein Heft, das reißt. Okay, viel Spaß. Sollte mal sowas jetzt herbekommen noch. So, Herr Englisch. Entschuldigung, sind Sie gerade auf dem Klo, hallo? Ja, drücken Sie mal schneller. Verrückte Welt hier. Hallo Stuhl. Hallo Sitzbank. Wie geht's euch, meine Freunde? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 neue Freunde. Mein Name ist Carter. Ich nenne euch einfach die 5 Stühle, okay? Verdammt, ihr seid ja genauso wenig gesprächig wie die Bank unten. Das hat sich auch ein bisschen. Soll ich euch mal eine Geschichte über eine Oma erzählen? Die ist ziemlich witzig. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Reden Sie mit uns? Nee, mit meinen Freunden hier. Wie viele haben Sie? Dann reden Sie jetzt auch mit den Stühlen? 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. War das richtig? Herr Neid, so. Möchten Sie vielleicht noch ein Gespräch führen? Wir hätten noch eine Kollegin da, die sich da um Sie kümmern könnte. Nein, alles gut. Manchmal muss jemand sich ja irgendjemand suchen, der einem zuhört. SIM-Karte. Oh, vielen Dank. Haben Sie sonst noch irgendwas, was Ihnen gut, Herr Neid, ja? Ja, mir geht's hervor. Verdammt. Sag mal, was ist denn so schlimm daran, zu fragen, ob jemand Ananas mag? Warte, willst du die richtige Antwort hören? Wenn Männer es essen und trinken, ja. Also, dass du natürlich wieder unter die Gürtellinie gehst, war mir ja schon fast klar. Wenn es dir ne oder der Gürtellinie wäre, würde er ernst nehmen, wie so ein kleines Kind kichern. Nein! Oh, wow! Wow, ist der auf mich? Bin ich wieder schon. Also magst du Ananas, ja oder nein? Ja. Okay. Ja, ist doch okay. Na gut, ist aber auch ein bisschen verständlich. Ist die Ananas gerade nass? Nee. Anna ist nicht nass, okay. Nee. Schade. Ich mag Anna nämlich vielleicht auch nass. Gut, was ich. Mach, ich schraube an die Autos weiter. Wir hier wieder. What the fuck ist das knapp gewesen, ey? Alter Schwede, ey. Jo, Alter, leben einfach mal komplett an einem vorbei. Frage. Mach das mal für den Jedi mit der Parkuhr. Ja, darf ich mal eben drauf kommen auf dem Bürgersteig? Der Kollege bezahlt mal die Parkuhr für den Jedi. Ich hab mal eine Frage. Ja, was denn? Wofür steht eigentlich das SA auf Ihrem Kennzeichen? SA? Steht das für San Andreas?